Hallo liebe Pokéfreunde, Ubuntu wieder hier und heute gibt es Kalamana Nero, Mantidea und Zulot. Und das Team hat Schilling gestern im Video gespielt und ich fand das so gut. Normalerweise baue ich keine Teams nach, ich denke mir eigentlich immer meine Teams selber aus. Aber mir hat das so gut gefallen, dass ich das jetzt auch mal probieren möchte mit dem Team. Bin mittlerweile auf Rang 9 gestiegen. Lass uns natürlich schön langsam angehen. JSJDIFN. Gegen Schlurbleck. Ja, das ist schon mal okay. Naja, stimmt, das wird weiter. Aber unsere Attacke macht gar keinen schlechten Schaden. Unsere Attacke, wir gehen hier rein. Ja, es war klar, dass wir Boden-Pokémon reinkommen. Ja, Knochenkeule halte ich bestimmt noch einmal aus. Ist das nicht Lebensschelle? Doch. So, er müsste jetzt nochmal schön. So. Okay. Ja, er kann perfekt runterfahren, ne? Das ist natürlich doof. Will ich einmal schilden? Nein. Body Slam, ja, Body Slam geht. Natürlich, jetzt kommt Spruchball. Ja, das Vieh hat verflixt Stillseil-Attacken. Auch hier werde ich Body Slam durchlassen. Och nö. Ach komm schon. Und dann noch mit Ayoras. Toll. Natürlich wird man dann gehardkontert. Das ist natürlich nicht toll. Ja, dann habe ich keine Chance. Dann hätte ich Calamanero schillen müssen. Ärgerlich, dass er Xylot perfekt runterfahren konnte. Das war ätzend. Hätte ich wenigstens noch Steinkante oder so geschafft. Ich hätte mit Mantidea reinkommen müssen, Energie abfangen müssen. Ja, definitiv. Feuerformeo. Okay. Und das Vieh hat Meteorologe, das weiß ich. Geht trotzdem. Oh, okay, es war ein Gleichstand. Ich schütte jetzt mal hier nicht. Ich hoffe, ich komme eher zur nächsten Attacke als er. Okay. War ein Gleichstand, das ist nicht schlimm. Ich hoffe, das ist sein einziges Feuer-Pokémon. Ich hoffe, ich kann runterfahren. Ja, perfekt. Jetzt konnte ich mal runterfahren. So, ich wette, wenn ich jetzt in Mantidea gehe, kriege ich wieder irgendwas Ekliges serviert. Aber wir gehen trotzdem rein. Aber er hat Rasierblatt. Das ist gar nicht so schlimm. Wir können uns hier boosten. Das könnte Body Slam werden.
Ja. So. Wir boosten uns nochmal. Okay. Jetzt fahren wir runter. Der Schild war ein Fehler. Ja, und hier brauche ich jetzt nicht schilden. Ich hoffe, Mantidea haut jetzt das Absummere weg. Wir sind ein paar Mal gesteigert. Ja, haut es weg. Ja, Schilling hat es mit Laubklinge gespielt. Aber ich dachte mir so, wozu Laubklinge, wenn Wegbereiter verbessert wurde? Von der Energieeffizienz her. Und es steigert garantiert den Angriff. Daher ist Wegbereiter mittlerweile besser als Laubklinge. Und dadurch ist Mantidea auch ein Stück besser geworden. Ah, gut, dass er noch ein Rasierblatt-Pokémon hinten hatte. Armer Gaga. Okay. Ich werde auch hier gleich Gaga. Ich hoffe, er geht auf Meteorologe. Danke. Meteorologe macht nicht viel. Agrostella, yep. Sehe ich den Punkt? Gehen wir hier rein. Lake sollte ich ein paar Mal aushalten. Lake ist so eine schwache Attacke und braucht halt auch voll viel Energie. Und Agrostella ist nicht für den Angriff bekannt, ja. Dann machen wir hier das Erdbeben. Ja, noch ein Kraftkoloss ready. Na, überlegt der Gegner, ob er schildert oder nicht. Er schildert nicht, okay. Oder er ist raus. Das kann auch sein, dass der Gegner weg ist. Das ist für uns aber gar nicht schlecht. Oh ja, das ist überhaupt nicht schlecht. Gehen wir lieber hier rein. Das geht ein bisschen schneller. Wie schnell das Macho davon tot ist, ne? Von der Sofortattacke. Junge, Junge, Junge. Ja, jetzt sollte nichts mehr schief gehen. Selbst wenn der Gegner jetzt zurückkommen würde und zwei Schilder verwenden würde. Ah ja, die Serverprobleme sind leider immer noch da. No, Kalamanero guckt böse. Ah, ich glaube, das sollte zwei Armagagas besiegen. Der Kraftkoloss ist vierfach effektiv. Wir sind hier in der Superliga. Und da hält Armagaga nicht so viel aus. So, ja. Ich bin von Kalamanero echt auch angetan. Es ist echt super geworden, das Pokémon. Es ist echt stark geworden. Zwiebelle, richtig coole Attacke. Einser Move und steht die Attacken so schnell her. Okay, hier kommt Slot. Ja. Ich habe Angst vor Hyperstrahl eigentlich. Ja, er hatte den Überstrahl. Hätte ich schilden müssen. Hätte aber auch nicht gedacht, dass er den so schnell hat. Ja, Gravitz ist ein Problem. Na, ich habe noch meinen Zylord. Ärgerlich. Ja, das ist gar nicht schlecht. Hier kann ich Flora tanken. Und ich habe zwei Pokémon,
ein Pokémon, was gut gegen beide Pokémon von ihm ankommt. Deswegen, ich glaube, es ist vernünftig, die Schilde tatsächlich für Calamanero aufzuheben. Ja. Ja, ich fahre runter. So. Stein kann der. Sehr schön. Eins. Brauche eigentlich nur zweimal Schmarotzer. Und er braucht zweimal Flora. Hat er jetzt zweimal Flora? Weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Na, wenn ich das jetzt noch gewinne, das wär's, oder? Aber Timing ist wichtig. Ich hoffe, der Schmarotzer reicht. Und? Reicht das? Oh ja. Trotz, dass ich einen Hyperstrahl gegen Mantidia total gefressen habe. Aber okay, ja, ich hätte sonst chillen müssen. Im Nachhinein war es jetzt so besser. Calamanero zum Glück noch aufgehoben. Und damit habe ich noch zwei Pokémon im Schildrückstand platt gemacht. Das ist schon Wahnsinn. Das ist krass. Das war echt krass. Calamanero, echt starkes Pokémon. Okay, hier ist wieder ein Slot. Ja, Quajito. Nachthieb, ja. So. Wir gehen auf Wegbereiter. Er schildert, ja, oder? Nachthieb macht leider zu viel Schaden. Boah, ich glaube, ich kann mir den Wechsel nicht mal holen. Das ist echt Wahnsinn, wie wir den nicht holen kann. Ich will hier legen gerade, was vorne war. Ach, vorne war es zu laut, ne? Dann brauche ich den Wechsel gar nicht. Hoffe ich. Ach komm. Ach komm, den hätte er nicht kriegen dürfen. Normalerweise nicht. Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Weißt du, andere wären down gewesen. Das Gute ist, ich weiß, dass ich ein Erdbeben überlebe. Also ich könnte es gewinnen, wenn hinten Alpollo oder Gengar wäre. Oh Gott, das macht nicht viel. Aber trotzdem, diese Aquahuppitz hätte er gar nicht mehr rauskriegen dürfen. Hallo? Was ist es? Naja, Käfer ist da neutral, ja. Ich meine jetzt hier Kampf. Also das hätte ich eh nicht holen können. Okay, es fällt aber nichts aus. Also das war ein ärgerlicher Kampf, weil hätte ich Quajutsu besiegt, dann hätte es ganz anders ausgesehen. Rockara. Ja, Rockara schnell fangen, aber eigentlich hätte der Giftstachel ihn killen müssen, aber scheinbar kam der nicht an.
Aber ich finde krass, dass, wie soll ich sagen, Mantidea gegen Quajutsu verliert. Wenn Quajutsu durchschildert, das ist krass. Weil ich habe ja auch die effektive Sofortattacke mit Zornklinge. Also das weiß ich nicht. Das ist schon krass. Und Quajutsu ist ja auch eine richtige Glaskanone. Lextremo. Käferunlicht. Ja, nicht so toll. Gehen wir mal hier auf Kraftklos. Und gehen ins Slot. Und fangen eine Attacke ab. Das ist doch super. Ich glaube, das Vieh kann hier auch Wegbereiter da drüben. Ja. Aber das ist mir hier egal. Oder ist es das? Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Okay, es ist mir egal. Ja, gegen das hier, ich fand die Idee hoffentlich. Muss nur kurz auf Wechseluhr warten. Ich habe einen Schildvorteil, aber seine Pokémon sind deshalb besser. Also fitter. Okay, jetzt müsste er schilden. Okay. Ja, ich schütte auch. Aquaritz, okay. Ja, ich bin hier geschwächt, leider. Und ich muss hier leider schilden, ne? Das werde ich noch verlieren. Das ist krass, dass ich das hier noch verliere. Ich brauche zweimal Wegbereiter und bis dahin ist die Wechseluhr drüben um. Okay, ich glaube, ich brauche keinen zweimal Wegbereiter mehr. Ja, bitte lösch mich aus. Mantidea, komm rein. Schnell, 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 schnell. Wechseluhr ist gleich wieder rum. Ich hoffe, das reicht, ich hoffe, das reicht, ich hoffe, das reicht, ich hoffe, das reicht. Oh, es reicht perfekt. Boah, das war sehr knapp, würde ich mal behaupten. Gut, dass Wegbereiter gereicht hat. Und ihr seht, wie viel Schaden Wegbereiter beim Imperator macht, ohne eine Steigerung. Er war noch im Grün und ist weg. Das ist sehr schön und Sternstaub ist auch lecker. So, gegen Ratatak PvP. Ja, das geht eigentlich. Na, dann gehe ich hier gleich auf Kraftklos. Ich gehe nicht in Mantidea, ich gehe in Zulot. Schild war nämlich hier klar. Ja, das brauche ich nicht schilden. Er ist auch recht defensiv. Wurbler ist abgeschwächt worden. Deswegen machen wir hier ein Erdbeben. Das überlebe ich. Natürlich hat er noch einen Wirbler.
Dann chill ich doch einmal. Hätte er einsetzen sollen vielleicht. Danke für die Lecks. Ja, jetzt kommt drauf an, was da hinten hat. Okay. Ja. Mal gucken. Ach komm, ja, er hat den Wechsel gebraucht. Ach komm. Aber Ziehwelle macht guten Schaden gegen Asu. Ich glaube nicht, dass ich das hier noch gewinnen kann. Ja, er hat leider Eisstrahl. Ja, das ist doof. Ja, das ist verloren leider. Ach, ich hätte den Wechsel gebraucht. Ach, das ist ein Knogger. Okay, habe ich am Einäschern gedacht. Ich habe hier echt an Einäschern gedacht. Ah, das ist ein Knogger, okay. Ja, ich hätte den Wechsel gebraucht, dann hätte ich das gewonnen. Schade, ja, ich hätte schillen müssen. Beziehungsweise Steinkarte einsetzen sollen. Dann hätte er nochmal schilden müssen. Ja, das ist schon ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Das hätten wir besser spielen können, ja. Ja, ich gehe hier rein. Nassscheif, mal angucken, wie viel Schaden das macht. Ja, da hätte ich noch einen aus. Und dann habe ich immer noch Calamanero gleich. Und das Gute ist, er kann mich drüben nicht runterfarmen mit Giftstacheln. Dürfte nicht klappen, weil wir beide Boden sind. Das ist gut, Steinkante. Ah, ich glaube, Mantidea hat gar keinen Bock. Ich glaube, ich werde manche Idee einfach opfern. Oh, schrecklich. Das ist schrecklich. Boah. Ich glaube, ich werde hier doch einmal schön. Boah, das ist übel. Das ist richtig übel hier. Ja, danke, dass ich überhaupt nicht reagieren konnte. Oder versuchen konnte abzufangen. Gefällt es hinten echt mies. Ja, ich muss schön. Ich hätte ihn nicht runterfarmen lassen dürfen. Das war der Fehler.
einfach nicht runterfahren lassen. Einfach rausgehen. Ja, das ist leider verloren. Da geht's leider dein Zylot zu gut. Ja, hätte ich hier vielleicht eine Psycholader-Attacke noch, dann hätte es vielleicht anders ausgesehen noch. Ah, es ist ärgerlich. Das hätten wir gewinnen können. Das hätten wir definitiv gewinnen können. Ich überlege gerade. Er ist rausgegangen. Ah, ich glaube, Mantidea war gegen sein gesamtes Team nicht gut. Warte mal, gegen was hat Zylot gekämpft? Ich hab's vergessen. Naja. Konzentrieren wir uns auf den nächsten Kampf. Ich hab vergessen, was da in der Mitte war. Weil ich überlege gerade, ob ich das hätte mit Mantidea platt machen können. Okay, der Kampf kommt hier eh nicht zustande. Ja, natürlich, in so einem Set schneide ich immer schlecht ab, wenn es Sternstaub oder sowas gibt. Das ist normal. Was war da in der Mitte? Vorne war sein Zylord. Und hinten Griffeldes. Es kam kein Wasser-Pokémon rein. Boah, ich weiß es nicht, was reinkam. Ich weiß nur, dass sich das Spiel ge- Das Spiel hat sich erhängt. So, jetzt sind wir wieder drin. Oh, so schöne Pokémon hier. So, jetzt gehen wir hier rein. Ja. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich überlege gerade, hätte das Mantidea in einem... Ich weiß es nicht. Ich habe voll vergessen, welches Pokémon damit ist. Das muss ich mir später nochmal angucken, anglupfen. So gegen Yoda 93. Okay, ja, wieder Slot, das sehe ich. Er bleibt hier drin, das ist mir eigentlich auch ganz lieb. Weil eine Attacke überlebe ich ja von Slot auf jeden Fall. Das war ein Gleichstand, perfekt. Erdbeben überlebe ich auch. Ja, ich heb mir noch Calamanero auf. Perfekt. Ja, ich werde hier schilden. So. Und hoffe, dass ich die nächste Attacke einfach tanke. Aber eigentlich sollte ich das, oder? Hoffe ich doch. Er geht nur auf Schmarotzer, ja, Schmarotzer denke ich. Ja, das Problem ist, ich komme nicht zur Attacke, oder? Wir haben das identische Team! Wir haben das identische Team! Das gibt's ja nicht!
Spielst du mit Laubklinge? Ich hoffe, du spielst mit Laubklinge. Oh ja. Er spielt mit Laubklinge, sehr schön. So. Steinkante kommt. Sehr schön. Ja, kann nicht mehr gewinnen. Ich habe noch ein Schild. Er muss auf Erdbeben gehen. Steinkante würde mich niemals besiegen. Und ich glaube, das ist auch nur ein, zwei Energieunterschied zwischen Steinkante und Erdbeben. Deswegen macht es keinen Sinn. Okay, sehr gut. Das haben wir auch gekriegt. Wir hatten das identische Team. Bloß ich hatte halt Kalaman Nero vorne. Was gut war. So gegen Simba 1993. Okay, mit der Eis-Sofort-Attacke. Ich setze noch nicht ein. Ja. So, das war jetzt ein Gleichstand. Einmal schädig. Er wird auf Eishieb gehen, oder? Ja, klar. Dann gehe ich hier rein. Er könnte Schlagbohrer machen, er könnte Eishieb machen. Aber Eishieb tanke ich ganz gut. Ich lasse das auch durch. Jo. So, Sandama ist schon mal weg. Das ist schon mal sehr gut. Und wir haben noch ein Schild. Oh, und der Wechsel war wichtig. Wenn das ein Gleichstand wäre, wäre auch perfekt. Und die Steinkante ist sehr wichtig. Und es war ein Gleichstand. Perfekt. Ja, lass mal drauf gehen. Sofort lass mal drauf gehen. Ja, Undertap. Nicht schlecht. Aeoras müsste ich auf jeden Fall überleben. Jupp. So, wir setzen jetzt auf jeden Fall ein. Und dann müssen wir mal gucken, was hinten lauert. Ah, er hat bestimmt viel dort hin, oder? Nein, hat er nicht. Ah, ich hätte es gerne vorm Eissturm gehabt. Oder ist das Sternschauer? Sternschauer, okay. Ja, das ist ja gut. Moment, Wegbereiter, wie viel macht das? Ja. Dann machen wir hier an der Stelle einen Kraftkoloss. Das sollte reichen, hoffe ich. Das ist gesteigert. Und? Ja, reicht. Perfekt. Ja, sehr schön. 3x3 zu 2, das ist in Ordnung. Das geht, denke mal, klar. Und wir kriegen Sternenstaub. Das ist noch viel wichtiger. Und Rang 11 haben wir auch erreicht. Sehr schön. Das war das letzte Set für heute, ja? Ja, cooles Team. Gefällt mir sehr gut. Für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein. Bis nächstes Mal. Ciao.